auf Bahn 3 Graham, auf Bahn 4 vor ihm Young, dann Akabusi auf Bahn 5, Tirgana 6, Patrick 7, 8 Wallenlind und innen Karistan und Tverdokhlev. Young hat heuer 5 Grand Prix Rennen gewonnen, eines nur Patrick. Aber er ist wieder stark. Graham, Akabusi, Young. Young geht als erster hier über die Hürden. Da haben wir ihn auf der Bahn 4. Hat einen großen Vorsprung, so sieht es aus. Jetzt kommen die Läufer auf die Zielgerade, haben noch 2 Hürden zu laufen. Und Young mit einem Riesenvorsprung vor Graham. Und da fliegt er fast über die letzte Hürde. Und reißt schon die Arme in die Höhe. 46,79. Das ist ein neuer Weltrekord. Er ist allen davon gestürmt. Ein unwahrscheinlicher Weltrekord. Am 31. August 1983 ist Edwin Moses seine legendären 47,02 gelaufen. In Koblenz in Deutschland. Jetzt ist er seinen Weltrekord endlich los. Und Moses ist hier unter den Zuschauern und Kommentatoren. Das ist Kevin Young, der 25-jährige US-Champion. Heuer unbestritten die Nummer 1. Und hier dokumentiert er es mit einem neuen Weltrekord. Dem ersten der Spiele hier in der Leichtathletik. Der Mann aus dem armen Viertel, aus dem schwarzen Viertel von Los Angeles. Hier Graham, der Zweiter geworden ist. Tirgana. Neuer Weltrekord 46,78. Jetzt schon offiziell angezeigt. Going for Gold war die Devise dieses jungen Mannes, der die Härte des Lebens kennengelernt hat. Sein Trainer John Smith hat von ihm gesagt, er läuft so weich über die Hürden wie ein Gesicht in Bewegung. Und da wäre er fast gestolpert, aber er meistert auch dieses Missgeschick. Hätte ihm zum Verhängnis werden können und einen Riesenabstand zum Zweiten. Fast eine Sekunde vor. So klar hätte sich niemand gedacht, dass hier Young gewinnt, auch wenn er der Favorit war. Auch Graham ist ein großartiges Rennen gelaufen. 47,66 seiner Zeit. Und wir haben hier den Nachfolger des besten Hürdenläufers der Welt bisher, Ed Moses, der zweimal Olympiasieger war, mit der Liste. Ja, ein großartiges 400 Meter Hürdenfinale mit einem neuen Weltrekord. Kevin Young 46,78 Sekunden, Winthrop Graham 47,66. Die Silbermedaille geht an den Läufer aus Jamaika vor Chris Akabusi, dem Europameister. Vierter Tirgana, der aber einen neuen französischen Rekord aufstellt. Wallenlind, der Schwede, wird Fünfter. Tverdokhlev, Sechster. Karistan, Siebender. Und David Patrick geschlagen, Achter.